Herzlich willkommen. Erste Q-Talk im Jahr. Ich habe schon beim Reinkommen gesehen, die ist sehr techniklastig das geworden heute. Danke Clifford, dass du gekommen bist. Als ich die ersten Berichte über Meltdown gelesen habe, habe ich gedacht, Wahnsinn. Also das ist ja wirklich so, ich meine, wir haben bei den Atomkraftwerken gesagt, super GAU, das kann es nie geben. Deswegen gibt es ja diese Kategorie und dann lese ich das und sage, es ist wirklich, es erwischt jetzt jeden. Und ich habe mich immer geärgert, weil ich dann immer gefragt habe, die Techniker, wie ist denn der Angriff, wie ist der Angriff? Ist es so typisch TU, theoretisches Gefasel, wo halt irgendwelche Techniker was theoretisch halt geschrieben haben, was vielleicht möglich ist, wenn die richtige Sternenkonstellation und ich weiß nicht was ist. Und dann schaut man also dem österreichischen Rundfunk zu und erfährt dann, ja, lieber Endkunde, keine Sorge, für dich gilt das alles nicht. Also den einen Witz, dass der einen Logo hat und dass es deswegen nicht gefährlich ist, okay. Aber das würde uns Endkunden alle nicht betreffen, weil wir haben die Daten in der Cloud und die ist gefixt. Und bei unseren PCs ist Windows und das ist sowieso kein Problem. Da könnte man sich zurücklehnen und dann frage ich so in meinem Umkreis so die Techniker, wie funktioniert denn das? Ist das jetzt wirklich nur ein Paper von der TU in Graz? Und dann gab es bei ZAT.at einen wirklich guten Vortrag von dem Techniker von der TU, den ich mir anschauen konnte. Daraufhin habe ich gesagt, na, jetzt müssen wir dann doch schon ein bisschen drüber reden, weil so easy ist es nicht. Wenn das bitte mit JavaScript über die Webseite in den Arbeitsspeicher der Zugriff ist, dann könnte es doch ein größeres Problem sein. Clifford, ist es ein größeres Problem oder ist es nur ein technisches? Das hängt davon ab, was der Sicherheitsanspruch ist. Aber ich glaube, es macht Sinn, wir schauen uns mal an, worum es geht und dann... Ich schaue. So, also... Spectre und Meltdown, also das sind die beiden Namen. Eigentlich sind es aber nicht zwei Lücken, sondern es sind drei Sicherheitslücken. Da gibt es Spectre-Variation 1 und Spectre-Variation 2. Das sind aber nur die aus dem Paper. Es gibt inzwischen quasi andere Variationen, was man machen kann, die im Umlauf sind, was besprochen ist. Worum geht es bei Spectre? Spectre ist ein Sicherheitsbug in CPUs, der aus der Architektur kommt, also nicht irgendein Programmierer hat sich irgendwo vertippt und da ist jetzt ein Bug in einem Prozessor, sondern beim Design, bei der Architektur von dem Gesamtsystem ist etwas Wichtiges übersehen worden. Und das erlaubt es, einem Programm Speicheradressen aus dem Adressraum des Programms zuzugreifen, ohne streng genommen diesen Zugriff zu machen. Und da würde man sich denken, ist ja nicht so tragisch, das ist ja der eigene Adressraum von dem Programm, wenn ein Programm in den eigenen Adressraum schauen kann, ist es dann nicht wurscht, ob jetzt technisch gesehen eine Instruktion ausgeführt wird, diesen Zugriff macht, oder ob das irgendwie komisch indirekt ist. Aber das stimmt natürlich so nicht, dass das unproblematisch ist, weil wir haben viele Programme, die Sandbox-Environments haben, in denen sie andere Logik ausführen. Also zum Beispiel der Webbrowser, der eine Java JIT Virtual Machine hat und Code von einer Webseite ausführt und der JIT-Compiler nimmt den Code von der Webseite, übersetzt den in Maschinencode nach einem Muster, sodass er sicher sein kann, dieses Programm greift nichts im Speicher an, was es nicht angreifen darf. Und streng genommen ist das auch so, da ist keine Instruktion drinnen, die auf diese Speicheradressen zugreift, die das JavaScript-Programm nicht sehen darf. Aber das JavaScript-Programm kann dann eben trotzdem Dinge auslesen, die im Browser-Memory so herumliegen. Und das könnten natürlich auch Dinge sein, wie zum Beispiel Login-Credentials zu irgendwelchen anderen Webseiten. Also das will man nicht unbedingt, dass der Webbrowser diese Informationen einfach so wild an irgendwelche Leute rausschickt, die, wenn auch sehr geschickt, danach fragen. Also das ist das eine. Ein Programm kann seinen eigenen Adressraum lesen, ohne streng genommen den Adressraum zu lesen, ohne eine Instruktion zu haben, die sagt, lies doch mal diese Speicheradresse. Das ist Spectre. Und Spectre betrifft
so ziemlich jeden modernen Prozessor, der spekulative Ausführung macht. Und das ist eben ein Punkt, über den ich dann in folgenden Slides ein bisschen mehr reden werde. Das heißt, das ist nicht nur Intel, das ist nicht nur x86, sondern das ist ein Problem, das wir eigentlich in ganz, ganz vielen Prozessoren haben, weil wir einfach einen Fehler gemacht haben als gesamte Community dabei, wie wir diese High-Speed-Prozessoren bauen. Meltdown ist jetzt eine Hardware-Vulnerability in einigen speziellen Prozessoren. Und dazu gehört so ziemlich jeder Intel x86-Prozessor seit Mitte der 90er Jahre. Also nicht damit beschäftigt, ob es bei ARM tatsächlich nicht geht oder ob die Leute, die den Meltdown programmiert haben, es einfach nur bis jetzt nicht geschafft haben, das für ARM. Na, bei ARM, es gibt eine Variation. Entschuldigung, AMD. Bei AMD. Nein, das funktioniert nicht. Also bei ARM gibt es eine Variation, die beim A75 funktioniert. Aber AMD spekuliert offenbar nicht in einer, wir werden dann sehen, was genau Meltdown ist. Aber es ist nicht nur x86, also es ist quasi auch hier eine falsche Designentscheidung, ein Architekturbug, der so naheliegend ist, dass einige Hersteller den gemacht haben. Also Intel in so ziemlich allen x86-Prozessoren, die IBM Power und Z-System Linie ist davon betroffen. Einige ganz wenige ARM-Prozessoren sind davon betroffen. Und diese Sicherheitslücke erlaubt es einem Prozess auf dem System, den gesamten Speicher im System zu lesen, also insbesondere Kernel Memory zu lesen. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man ein System hat, das irgendwie von mehreren Usern gemeinsam genutzt wird, zum Beispiel. Oder von mehreren Programmen, die sich nicht gegenseitig trauen. Also das ist ja auf Android zum Beispiel verwendet man die Betriebssystem-User, um die einzelnen Applikationen voneinander zu separieren, und das ist es auch nicht gewünscht, dass dann irgendwelche Applikationen auf einmal im Kernel Memory herumlesen können. Okay, aber wie funktioniert's? Wie macht man das? Und dazu müssen wir uns ein bisschen näher auseinandersetzen damit, wie eigentlich so ein moderner High-Performance-Prozessor gebaut ist und welche Tricks wir verwenden, um bei den Workstation-Prozessoren auf die Geschwindigkeiten zu kommen, auf die wir kommen. Diese Prozessoren sind alle Superscaler. Das Super ist aber für uns nicht interessant. Also Scala ist ein Prozessor, der in jedem Systemtakt eine Instruktion ausführen kann. Alte Prozessoren, so 80er Jahre Prozessoren oder manche Embedded Prozessoren sind nicht Scala. Die brauchen mehrere Instruktionen, mehrere Taktzyklen für eine Instruktion. Und quasi Scala war okay, genauso viele Instruktionen wie Zyklen, mit jedem Zyklus eine Instruktion, und dann Superscala, da will man mehrere Instruktionen mit jedem Zyklus abarbeiten. Und die meisten heutigen Workstation-Prozessoren sind superskalare Prozessoren. Es reicht aber für das Verständnis von Spectre und Meltdown, sich auf skalare Prozessoren zu fokussieren. Darum werde ich jetzt nicht weiter von superskalaren Prozessoren reden. Und es sind nicht nur einfach skalare Prozessoren, es sind Out-of-Order-Prozessoren. Das heißt, die lesen den Programmcode und führen dann die Instruktionen im Programmcode möglicherweise in einer anderen Reihenfolge aus, die immer noch valide ist. Und das ist einfach notwendig, denn wenn ich zu einer Instruktion komme, die vielleicht länger braucht, dann kann ich nicht darauf warten, bis diese Instruktion fertig ist, sondern ich muss andere Dinge ausführen können. Ansonsten bin ich eben nicht Scala. Ansonsten habe ich nicht mit jedem Zyklus eine Instruktion. Und mit diesem Out of Order, dass ich die Reihenfolge verändere, kommt die spekulative Ausführung hinzu, dass in manchen Fällen der Prozessor nicht weiß, ob er überhaupt zu dieser Instruktion, die er jetzt out of order ausführt, kommen wird. Er hat nur einen Guess und er glaubt, mit großer Wahrscheinlichkeit wird das relevant sein, diese Instruktion. Also macht es Sinn, die auszuführen. Aber natürlich, wenn dieser Guess falsch ist, wenn der Prozessor falsch redet, muss man irgendwie zurück zum vorherigen Zustand, und das ist nicht leicht. Ich habe jetzt hier drei Arten von spekulativer Ausführung stehen, die relevant sind für Spectre und Meltdown. Das erste ist die Branch Prediction, und das ist das, was den
was den meisten Leuten, was sagen wir jetzt schon mal gehört haben, das ist, dass ich einen Branch habe, einen Sprung in meinem Programm und der Sprung ist bedingt. Und jetzt versucht der Prozessor vorherzusagen, wird der Sprung genommen oder wird der Sprung nicht genommen, also die Bedingung ist falsch und das Programm geht einfach weiter mit der nächsten Instruktion. Es gibt aber auch damit verwandt die sogenannte Branch Target Prediction. Das ist, wenn ich einen relativen Sprung habe, wo ich zum Beispiel ein Register habe, das auf eine Speicheradresse zeigt und ich sage, spring doch zu der Speicheradresse von diesem Register, dann kann es sein, dass der Prozessor nur einen Guess hat, was der Wert von diesem Register ist, aber nicht genau weiß, was das sein wird. Und dann wird hier auch spekuliert und es wird eben geraten, wo springt der Prozessor hin. Und das dritte ist etwas, was ich Trap Optimism nenne. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ein besseres Wort dafür. Das ist die Annahme, dass Instruktionen keinen Trap auslösen. Und wenn ich normalerweise mir so ein Programm anschaue, dann wird das Millionen und Abermillionen Instruktionen abarbeiten und keine davon wird trappen. Das heißt, das ist eine sehr, sehr gute Annahme. Das ist ein sehr guter Guess. Aber natürlich ist es nicht wahr. Ab und zu trappt dann doch eine Instruktion. Und dann muss man herausfinden, was hat man jetzt alles gemacht, basierend auf dieser falschen Annahme, und muss man jetzt wieder zurückgehen zu dem ursprünglichen Status, damit man dann in der richtigen Richtung weiterläuft. Okay, warum braucht man all das? Warum braucht man out of order? Warum kann man nicht einfach Prozessoren so bauen, dass sie einfach ohne all diese Schwierigkeiten mit jedem Taktzyklus eine Instruktion ausführen können? Der Grund ist der, dass ich dann eine Schaltung mache für meinen Prozessor, die stark vereinfacht so ausschaut wie das obere Bild. Wenn ich jetzt eine Instruktion habe, habe ich mehrere Aufgaben, die zu dieser Instruktion gehören. Ich muss die Instruktion anschauen und sie dekodieren und herausfinden, was will das Programm vom Prozessor. Dann muss ich Registerinhalte aus einem Registerfile laden. Dann muss ich die eigentliche Instruktion ausführen, also zum Beispiel bei einer Addition die geladenen Registerwerte addieren. Und dann muss ich den neuen Wert ins Registerfile zurückschreiben. Und wenn ich jetzt sage, ich mache quasi all das in einem Taktzyklus, ich kann schon einen Prozessor so bauen. Das Problem ist, das wird ein unglaublich langsamer Prozessor. Ich habe dann zwar eine Instruktion mit jedem Zyklus, aber meine Taktfrequenz ist so klein, dass mir das nicht viel gebracht hat. Und was man macht, um dieses Problem zu bekämpfen, dass wenn man mehr in einem Taktzyklus macht, dass dann der Takt nicht so schnell sein kann, aber wir wollen Prozessoren, die irgendwie jenseits von 3 GHz getaktet sind, was man macht, ist Pipelining. Dass man quasi nicht eine kombinatorische Schaltung macht, die diese ganze große Operation ausführt, von Decode, Load, Execute und Store, sondern ich mache jetzt hier eigene Pipeline Stages, heißt das dann. Und wenn ich jetzt eine Instruktion ausführe, schaut das so aus. Also wir sehen hier auf der linken Seite das Programm und wir haben eine Instruktion A, die liest 2 Register, R1, R2, macht irgendwas mit den Registern, das visualisiere ich hier mit dem Circle Dot, weil mir ist wurscht, was für eine Instruktion es ist, es ist irgendeine Kombination von diesen Registerinhalten und das Ergebnis wird dann ins Register R3 geschrieben. Und diese Instruktion A in meinem Programm wandert jetzt durch die Pipeline Stages durch. Also im ersten Taktschritt ist diese Instruktion in der ersten Stage und wird dekodiert. Im zweiten Taktschritt dekodiere ich die Instruktion B und lade die Registerinhalte, die ich brauche für Instruktion A. Im dritten Taktschritt ist die Instruktion A bereits in der Execute Stage, B ist in der Load Stage und C ist in der Decode Stage. Und so wie eine Eimerkette funktionieren diese einzelnen Stages und die Instruktionen wandern durch die Stages durch. Aber bei der Instruktion C schreiben wir das Register 9, R9. Und die Instruktion D, die liest dieses Register R9. Das heißt, diese Instruktionen sind voneinander abhängig. Und darum kann ich nicht D ausführen, bevor C abgeschlossen ist. Weil ich das Ergebnis von C brauche, um D ausführen zu können. Und darum haben wir hier diesen Gap, dieses Band, das durch dieses Bild geht, in dem der Prozessor nichts macht. Und das nennen wir einen Pipeline Stall, dass der Prozessor sagt, die nächste Instruktion kann ich nicht ausführen, denn die hängt von etwas ab,
das ich noch nicht berechnet habe. Und das verschiebt natürlich alles, was danach kommt. Also auch die Instruktion E, die Instruktion F, die Instruktion G, die sind jetzt alle nach hinten geschoben in diesem Bild. Aber wir können sagen, diese Instruktionen E, F und G, die sind nicht abhängig von irgendwelchen der oberen Instruktionen. Also können wir die vor die Instruktion D schieben. Das ist das, was ich in diesem Bild gemacht habe. Wenn wir C dekodiert haben, gehen wir weiter und dekodieren E, F und G und überspringen D, weil für D haben wir quasi noch nicht die Vorbedingungen berechnet. Und wenn wir dann diese Vorbedingungen haben, dann führen wir D aus. Wir ändern die Reihenfolge von den Instruktionen, sodass wir keine Lücken haben in diesem Bild. Aber jetzt stellt sich die Frage, was ist, wenn die Instruktion D trappt? Die Instruktion D stellt sich heraus, ist Division by Zero. Und dieses Programm mit der Art und Weise, wie wir quasi über Computer denken, wie wir über Assembler-Programme denken, dieses Programm darf nicht die Instruktion IFG ausführen, weil D hat ja getrappt und quasi nach Instruktion D kommt der Interrupt-Handler, der Exception-Handler, was auch immer passieren soll bei dieser Art von Trap. Nur haben wir aber EF und G schon ausgeführt, wenn wir quasi herausfinden, dass D in Wirklichkeit getrappt ist. Das heißt, wir brauchen irgendeine Möglichkeit, um die Konsequenz von Instruktionen E, F und G rückgängig zu machen. Damit wir in dem Zustand sind, in dem wir wären, wenn wir nur D ausgeführt hätten und danach stehen geblieben wären, weil wir gesagt haben, oh, eine Exception, wir müssen irgendwas anders machen. So, also da sehen wir quasi gleich... Der Computer kann es zurückgesprungen. Da sehen wir quasi gleich die, warum wir Out-of-Order-Execution brauchen, um diese Lücke zu füllen hier, wo wir ansonsten einen Pipeline-Stall hätten. Wir sehen aber auch, warum das unglaublich kompliziert ist. Weil wenn ich quasi anfange, Dinge Out-of-Order auszuführen, muss ich automatisch spekulieren, weil jede Instruktion könnte möglicherweise trappen. Und wenn ich spekulieren muss, dann muss ich irgendeine Möglichkeit haben, zurückzufinden in einen Zustand, wo nur diese getrappte Instruktion ausgeführt wurde und die Dinge davor, aber nichts danach. Okay. Also ein bisschen mehr Gedanken, ein bisschen mehr Informationshappen zu der Out-of-Order-Execution, wie wir sie in modernen Prozessoren haben. Zunächst einmal das Bild auf dem vorherigen Slide war ein Mickey-Maus-Comic, weil eine Memory-Load-Operation mehrere hundert Taktzyklen brauchen kann. Das heißt, wenn ich möchte, dass mein Prozessor weiterrennt, während der Prozessor auf etwas vom Speicher wartet, dann muss ich in der Lage sein, mehrere hundert Instruktionen, Code out of order, spekulativ auszuführen, in der Annahme, dass mit dieser Memory Access jetzt nicht irgendeinen Fehler zurückliefert, irgendeine Access Violation oder was auch immer, und ich dann alles wieder zurückrollen muss. Und damit funktioniert die einfache Art, wie man sich Out-of-Order-Execution vorstellen würde, nicht mehr. Diese einfache Art ist im Wesentlichen Scoreboarding. Dass ich sage, okay, ich habe meine Register und zu jedem Register merke ich mir, ob ich eine Instruktion habe, die abhängig ist, also die eine Instruktion habe in Flight, die dieses Register schreiben wird und dann werde ich keine neuen Instruktionen schedulen, die auf diesen Registerinhalt warten. Das geht nur, wenn ich nur ganz wenig out of order haben möchte. Wenn ich irgendwie 16 Register in meiner ISA habe und ich will mehrere hunderte Instruktionen out of order ausführen, dann wird das nicht reichen. Und was wir dann machen, ist Register Renaming, dass wir in der eigentlichen Architektur nicht 16 Register haben, sondern vielleicht 200 Register. Und der Prozessor schaut sich an, welche Instruktionen liest und schreibt welche Register und wandelt das wieder um in eine abstraktere Darstellung, wo wir uns merken, was sind die ganzen temporären Variablen. Und wenn ein Register überschrieben wird, dann wird das nicht in die gleiche Variable geschrieben, sondern quasi in eine neue Variable, wie in einer Single Static Assignment Form fast. Ja, und das ist kompliziert natürlich, aber das löst dieses Problem. Dann können wir das machen. De facto machen wir quasi die Register-Allocation, die der Compiler schon macht, ein zweites Mal im Prozessor zur Laufzeit. Und weil die andere Reihenfolge Instruktionen auszuführen mehr Register-Pressure hat als quasi die ursprüngliche Reihenfolge im Programm und weil
ich zusätzliche Register brauche, um mir quasi die Werte an den Checkpoints zu merken, wo ich vielleicht zurückspringen muss. Und es gibt keinen anderen Grund, warum ich diesen Wert halten muss, aber möglicherweise muss ich anwollen, dann brauche ich den noch. Das macht mir dieses Register Renaming. Und wenn man sich die Forschung dazu anschaut, die jetzt, das meiste ist schon etwas älter, also das sind relativ gut abgehangene Technologien, aber der große Fokus ist eigentlich für das Unrolling, dass ich dieses Register Renaming mache und dass ich den State von meinen General Purpose Registers wiederherstellen kann. Aber natürlich, wenn ich ein Unrolling mache, dann reicht es nicht, nur die General Purpose Register wiederherzustellen. Ich muss auch all die anderen Dinge, die zum Prozessor State dazugehören, wiederherstellen. Ein Ding ist zum Beispiel Memory-Write-Operationen. Wenn ich in meinem Programm ins Speicher schreibe, und das war spekulativ, dann muss ich nachher das irgendwie wieder zurücknehmen können und sagen, ups, war nicht so gemeint, ich will doch nicht schreiben. Das wird gemacht mit einem Store-Buffer. Das heißt, jeder Schreibzugriff auf den Speicher, der während spekulativer Ausführung passiert, ist nicht wirklich ein Schreibzugriff zum Memory, sondern es wird in diesem Store-Buffer geschrieben. Bei jedem Lesezugriff während der spekulativen Ausführung schauen wir zuerst, gibt es was im Store-Buffer, dann verwenden wir den Wert, weil für diese spekulative Ausführung gilt ja der neue Wert schon. Aber wenn wir dann anwollen, dann müssen wir nur Dinge aus dem Store-Buffer wegwerfen und nie zum Speicher schicken. Damit können wir auch hier wieder den ursprünglichen Zustand relativ leicht wiederherstellen. Dann gibt es die CPU-Flags. Also gerade x86 hat zum Beispiel einen ganzen Haufen von CPU-Flags, die wichtig sind. Da gibt es dann eigene Shadow-Flags mit Checkpoints und eine maximale Anzahl von Checkpoints, die die CPU ablegen kann für jeden der Punkte, wo man zurück anrollen möchte. Aber wir haben keinen solchen Mechanismus für die Caches. Das ist quasi der Dreh- und Angelpunkt bei Spectre und Meltdown. Bei Caches sagen wir, Caches sind dann nur zur Performance-Optimierung. Das heißt, wenn die spekulative Ausführung Dinge in den Cache lädt und vielleicht eine andere Memory-Page aus dem Cache rauswirft, eine andere Cache-Line aus dem Cache rauswirft, dann wird es vielleicht langsamer, aber wir müssen nicht wirklich zurückrollen zu einem zu früheren Status. Oder das ist die Idee, aber wie sich herausstellt, ist das nicht ganz richtig. Und wir müssen uns Gedanken machen darüber, was mit dem Cache passiert während spekulativer Ausführung. Okay. Also ein paar Worte zu CPU-Caches. Caches sind natürlich kleine Speicher, nahe bei der CPU, auf die wir schnell zugreifen können. Und wir brauchen die, weil das Main Memory, obwohl es sehr groß ist, das ist leider auch sehr langsam. Und wenn wir quasi zum ersten Mal eine Adresse lesen, laden wir die Cache-Line, 64 Byte in aller Regel, rund um die Adresse, die wir ansprechen, von dem Main Memory in unseren Cache. Und bei weiteren Zugriffen können wir dann gleich die Daten aus dem Cache verwenden. Wir müssen nicht quasi jedes Mal ein paar hundert Taktzyklen warten, damit wir Daten aus dem Hauptspeicher holen können. Das heißt, der erste Zugriff ist langsam, danach ist es schnell. Warum haben wir dann nicht alles im Cache? Natürlich, weil der Cache ein bisschen aufwendiger ist zum Implementieren, damit ist er nicht so groß in Anzahl Byte wie unser Hauptspeicher. Das heißt, früher oder später müssen wir dann auch Dinge wieder aus dem Cache rauswerfen. Wenn wir eine Cache-Line länger nicht mehr verwendet haben, werfen wir die raus, um Platz zu machen für eine andere Cache-Line. Man kann das auch explizit machen, dass man dem Prozessor sagt, wirf mal alles weg, was im Cache liegt. Das ist aber nicht unbedingt notwendig. Man kann quasi einen vergleichbaren Zustand auch erreichen, indem man geschickte Memory-Zugriffspattern macht und einfach Speicher liest, von der nicht der Speicher ist, von dem man nicht möchte, dass er im Cache ist. Und wenn man das gut genug macht, dann wird irgendwann der Speicher, von dem wir nicht wollen, dass er im Cache ist, aus dem Cache rausgeworfen und es ist evicted. Und das kann zum Beispiel ganz praktisch sein, wenn man solche Dinge machen möchte aus Code, den man aus JavaScript heraus erzeugt. Ich schicke zum Browser von jemandem JavaScript-Code und dem seine Java Virtual Machine, JavaScript JIT Compiler Virtual Machine, baut daraus x86 Code.
Dieser Cheat-Compiler wird keine Instruktionen erzeugen, um den Cache zu flashen. Von daher brauche ich irgendwelche anderen Möglichkeiten. Also ich sage, mache einfach diese Speicherzugriffsmuster und es hat für uns effektiv den gleichen Effekt. So eine Cache-Line zu flashen, heißt das wirklich, dass ich diese Bits im Cache nutze oder einfach, dass ich diese Adresse wegwerfe? Der Cache hat quasi einen Datenteil und hat einen Adressierungsteil. Der Adressierungsteil ist ein Content Addressable Memory. Das ist ein Memory, dem du die Daten gibst und es antwortet mit der Adresse, unter der diese Daten zu finden sind. Und in diesem Content Addressable Memory wirfst du die Adresse raus. Damit ist die Cache-Line nicht mehr referenziert. Die Bits in der Cache-Line selber kann man auf Null setzen, wenn man möchte, es wäre aber eher ungewöhnlich, weil es ist energiesparender, das nicht zu machen. Und die einzige Möglichkeit, auf diese Bits zuzugreifen, wäre eine Cache-Line zu laden und zu dem Zeitpunkt wird es dann eh überschrieben. Also quasi von der Architektursicht ist es nicht sichtbar, was der Prozessor macht. Wir können herausfinden, ob eine Page im Cache ist oder nicht im Cache ist, indem wir einfach die Zugriffszeit messen. Wir holen uns zum Beispiel irgendeinen hochaufgelösten Zeitstempel, machen den Speicherzugriff, holen uns wieder einen Zeitstempel und schauen, sind jetzt irgendwie ein paar hundert Zyklen vergangen oder sind nur ein paar Zyklen vergangen und dann wissen wir, kam das aus dem Cache oder kam das aus dem Main Memory. Okay, und wir wissen jetzt alles für Spectre Variante 1. Es ist eine leicht vereinfachte Variante, aber im Grunde funktioniert das auch. Man kriegt nur nicht die JavaScript-Cheat-Compiler dazu, dass sie genau das erzeugen und es gibt quasi andere Varianten von mehr oder weniger dem gleichen Code, die man relativ leicht erzeugen kann aus JavaScript. Aber wir haben eine Funktion, wir nennen sie Peak, und kriegt dann Integer als Argument. Und wir haben diese zwei Speicherbereiche. Wir haben das Unprotected Data Array und das Protected Data Array. Und irgendein Static Analyzer zum Beispiel wird sich diesen Code anschauen und kann uns sagen, ja, diese Funktion kann nie auf Protected Data zugreifen. Also wir haben diese If-Bedingung hier und wir nehmen an, dass dieses slow predicted true, dass das einfach nur sein Argument zurückliefert. Also das ist genauso, als würde dort stehen if i kleiner 128. Ich sehe gerade, dass wir da ein Problem haben mit negativen Zahlen, aber wir denken nicht darüber nach. I ist jetzt unsigned. Also wir sagen, das ist kleiner 108 und größer gleich 0 und nur dann würden wir auf unprotected data index i zugreifen. Also ein static analyzer schaut diesen Code an und sagt, das kann protected data nicht lesen. Aber wir haben jetzt dieses slow predicted true dazwischen. Also hier steht quasi immer noch if i kleiner 128, aber wir gehen davon aus, es ist in einer Art und Weise geschrieben, sodass wir zwei Eigenschaften erfüllen. Erstens ist es langsam und darum brauchen wir Branch Prediction. Der Prozessor muss quasi vorher schon einen Guess abgeben, wird er in einem If-Case oder in einem Else-Case sein. Und das Zweite ist, die Prediction von dem ist immer true. Also wir überlisten irgendwie die Branch Prediction von dem Prozessor, sodass der Prozessor davon ausgeht, bei seiner spekulativen Ausführung, dass diese Bedingung wahr ist, egal was der eigentliche Wert von i gerade ist. Und dann natürlich in dem Fall, dass der i einen größeren Wert hat, wird halt geunrolled. Eine Möglichkeit, das zu machen, ist diese Funktion einfach 100 Mal aufzurufen mit einem Wert i kleiner 128. Und beim 101. Mal dann nicht. Und im Wesentlichen macht der Prozessor mit seiner Branch Prediction auch nichts anderes, als statistische Daten zu sammeln, wie oft ist es wahr, wie oft ist es nicht wahr und daraus kriegt er dann seinen Guess für die Branch Prediction. Also das wir quasi falsch predikten, ist relativ einfach zu provozieren und dass das langsam ist, das kriegen wir auch irgendwie hin.
Was wir vorher machen, ist, wir schauen, dass der Cache leer ist. Also wir tun entweder einen Flush ausführen oder wir evicten die Cache-Lines, indem wir auf anderen Speicher zugreifen, von dem wir wissen, dass er auf den gleichen Cache-Slot gemappt sein wird. Das heißt, wir kommen quasi zu dem if. Wir haben ein i von 128, aber der Prozessor glaubt, dass das if wahr sein wird. Und wir spekulieren in den if-Branch hinein. Während der spekulativen Ausführung liest der Prozessor jetzt unprotected data an Index i. Und nachdem wir aber 128 übergeben haben und unprotected data 128 großes, sind wir quasi außerhalb von dem Array und haben jetzt wild im Speicher gelesen und glücklicherweise oder unglücklicherweise gleich nach dem Array haben wir das andere Array Protected Data. Das heißt, dieses erste Element in Protected Data wird hier spekulativ gelesen. Wir sollten keine Möglichkeit haben, diesen Wert später zu bekommen, weil die CPU macht ein Unrolling von allem, was hier passiert. So, dann verwenden wir den Wert, der hier gelesen wurde, um herauszufinden, welche Adresse von Unprotected Data wir als nächstes laden wollen. Und wir laden entweder die Adresse 0 oder die Adresse 64, abhängig davon, was das Least Significant Bit von dem Wert ist, den wir gerade gelesen haben. Wenn das Least Significant Bit von diesem Wert 0 ist, dann haben wir hier A und 1, also 0 und 1 ist 0, 64 mal 0 ist 0, wir greifen Adresse 0 an. Wenn das Least Significant Bit gesetzt ist, haben wir irgendwas mit dem Least Significant Bit gesetzt und 1, das ist 1, 64 mal 1 ist 64, also dann greifen wir das Byte 64 an. Das heißt, in der spekulativen Ausführung ist vom Least Significant Bit, von dem nullten Element von Protected Data abhängig, ob wir die erste oder die zweite Cache-Line von Unprotected Data lesen. Und dann returnen wir irgendeinen Wert, nur damit das Programm glaubt, das macht irgendwas Sinnvolles. Irgendwann wird dieses Slow Predicted True fertig sein und der Prozessor kommt drauf, alles falsch, ich muss zurückspringen, springt zu dem Punkt und dann schauen wir, ob das Element 64 von Unprotected Data, ob das im Cache drinnen ist. Und wenn das im Cache drinnen ist, dann ist das Least Significant Bit von dem nullten Element von Protected Data gesetzt. Und wenn diese Cache-Line nicht dran ist, sondern die Cache-Line davor, dann ist das Least Significant Bit gelöscht. Also wir haben die spekulative Ausführung verwendet, um in der Tatsache, welche Teile des Speichers im Cache liegen, können wir uns merken, quasi, was passiert ist während der spekulativen Ausführung, wegen dem, was streng genommen mit unserer Sichtweise auf das Hardware-Modell nie passiert ist. Und so können wir Daten lesen, die wir technisch gesehen nicht lesen. Und wie gesagt, klingt jetzt nicht so aufregend, weil ich meine, mein Prozess kann sowieso all seine Daten lesen. Wenn wir hier zum Beispiel einen JIT-Compiler haben, der JavaScript-Code ausführt, dann ist das ein bisschen blöd, wenn der JavaScript-Code auf diese Art und Weise random Bits auslesen kann in unserem Browser. Durch den Überlauf bei Unprotected Data I. Genau. Und wir haben 128, wir haben einen Range-Check, sodass wir quasi streng genommen da nicht zugreifen, aber durch die spekulative Ausführung haben wir doch out of range zugegriffen und haben quasi Protected Data gelesen. Und wenn das irgendwie ein entsprechend großer Integer ist, dann kannst du natürlich über diesen Überlauf alles in den virtuellen Adressraum ansprechen. Also es ist wurscht, ob es quasi im nächsten Byte liegt oder irgendwie am anderen Ende vom virtuellen Adressraum. Okay, also das ist die Spectre Variante 1 und ich glaube die wichtigste Variante vom Spectre. Weil ich finde, man kann sie relativ schön veranschaulichen, was da eigentlich passiert und warum wir quasi herausfinden können, was passiert während der spekulativen Ausführung. Und nachdem quasi die spekulative Ausführung von allen möglichen Guesses abhängen kann, können wir relativ schwer statisch prüfen, welche Dinge der Prozessor macht und welche Dinge der Prozessor nicht macht und was dann in unseren Caches landet. Okay, aber es gibt in dem... Ja.
Für Variante 1 gibt es, ich habe Mitigation sehr ein bisschen später, für Variante 1 gibt es Compiler-Patches, die man, also quasi, also JIT-Compiler-Patches, sodass der JIT-Compiler die Bounce-Checking in einer Art und Weise macht, sodass man nicht hergehen kann und zwingen, dass sie falsch spekulieren. Das geht quasi ohne Firmware-Update, ohne Microcode-Patch. Für die Variante 2 gibt es einen Microcode-Patch, der generell Branch-Target-Prediction abdreht. Also die Variante 2. Wir haben jetzt gerade vorher quasi nur die Branch-Prediction verwendet, um einfach einen False-Path zu machen. Aber das hat den Nachteil, wir müssen irgendwie den Code selber erzeugen, von dem wir wollen, dass der Prozessor ihn spekulativ ausführt. Und wenn wir quasi durch einen JIT-Compiler durch müssen, dann kann das ein bisschen schwierig sein. Aber wenn ich so ein großes Programm habe, wie, weiß ich nicht, einen Webbrowser, dann liegt wahrscheinlich der Code, den wir gerne ausführen wollen, eh schon irgendwo in diesem Binary herum. Wir müssten quasi nur hinspringen. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, dann liegt das am Ende von einer Funktion. Das heißt, dann ist quasi auch noch ein Return gleich dort, wo wir es gerne hätten. Und bei Buffer Overflow Attacks zum Beispiel gibt es diese Idee vom Return-Oriented Programming, dass ich quasi nicht Programmcode in den Stack hineinschreibe, sondern stattdessen den Stackframe so umschreibe, dass er durch diese Snippets am Ende von Funktionen durchgeht, bis zum Return, dann das nächste Snippet vom Stack holt und so weiter und so fort. Und in einer ähnlichen Art und Weise können wir quasi hier bei dynamischen Sprüngen den Prozessor überlisten, dass er falsch rät, quasi, wo der dynamische Sprung hingeht, und dann können wir quasi spekulativ Code ausführen, der halt eben irgendwo in unserem Binary herumliegt. Und zwar wirklich irgendwo. Irgendwo, genau. Das einzige Problem ist, in der Regel haben wir nicht sehr viele Zyklen, weil früher oder später kommt der Prozessor drauf, dass er gerade missspekuliert hat. Und wir müssen quasi das in einer Art und Weise machen, sodass wir am Schluss die richtigen Daten in irgendeinem Cache-Side-Channel liegen haben, weil quasi alles, was in General Purpose ist, dann also wird angerollt. Also wir müssen schauen, dass wir irgendwie im Cache ein kleines Tag hinterlegen, wo wir sagen, wenn diese Page im Cache ist, dann ist die Information, die ich haben wollte, dieses oder jenes. Gut, und dafür gibt es quasi einen Microcode-Patch, ein Firmware-Update, der im Wesentlichen mit der CPU einfach Branch-Target-Speculation abdreht. Und ja, so kann man es auch lösen. Okay, das habe ich eigentlich eh schon alles gesagt. In dem Spectre-Paper gibt es ein kleines Code-Snippet, wo sie zeigen, irgendwie, das ist JavaScript-Code, und dann mit D8, dem Debugger, Disassembler von V8, zeigen, und das ist der x86-Code, auf den das mappt, und siehe da, der x86-Code schaut genauso aus wie das, was wir brauchen, um so eine Art von Angriff zu machen. Okay, das ist quasi der Spectre-Teil. Meiner Meinung nach ist Spectre eigentlich das Schlimmere, weil es hier quasi um ein Architektur-Ding gibt, das wir in ganz, ganz vielen Prozessoren machen und wir nicht genau wissen, wie wir das langfristig fixen wollen. Ich habe das aber das Gefühl, dass Meltdown in der Medienaufmerksamkeit ein bisschen mehr Zeit bekommen hat. Meltdown ist im Grunde quasi ein verwandter Bug. Wir machen das Gleiche, wir verwenden spekulative Ausführung, um Dinge zu lesen während der Spekulation. Wir laden Dinge in den Cache und dann schauen wir, welche Adressen sind im Cache, um herauszufinden, was wir gelernt haben während der spekulativen Ausführung. Der einzige Unterschied ist, dass wir jetzt in den Kernel-Speicher lesen, und das machen wir, oder das können wir machen, weil die x86-Architektur und einige andere Prozessorimplementierungen erst beim Retiren von einer Instruktion checken, ob die Privilegien des Prozesses zu dem Eintrag im TLB passen.
ich muss jetzt vielleicht noch sagen, was Retryern ist. Ist sozusagen das Committen. Das Committen, genau. Das ist einfach das, der Punkt. Also alle Out-of-Order-Prozessoren committen letztendlich in Order, damit wir dann quasi wieder den Architectural State irgendwie gut herstellen können. Und anstatt dass quasi beim Laden aus dem Speicher gleich der Fehler geworfen wird, wird das quasi erst am Schluss, wenn wir auch wirklich wissen, welche Befehle wurden vorher ausgeführt, welche wurden nachher ausgeführt, damit brauchen wir für die ganze spekulative Ausführung nichts wissen über Prozessprivilegien und solche Sachen. Wir können quasi während der spekulativen Ausführung alles erlauben. Und beim Committen, wo es viel einfacher ist, schauen wir dann, dieser Load, war das auf einer Adresse, die vom User Space lesbar ist, laufen wir im Ring 3 oder im Ring 0, diese Dinge. Das macht Intel seit einer Zeit so, dass sie ihre Prozessoren so bauen. Also meines Wissens nach ist jeder Intel x86er Prozessor betroffen, der seit 1995 gebaut wurde. Mit der einzigen Ausnahme sind die Intel Atoms, die erst seit 2013 anfällig sind für dieses Problem. Und die Itaniums sind nicht anfällig dafür, also bei Itanium haben sie das anders gemacht. AMD-Prozessoren machen das offenbar auch nicht so, dass sie die TLB-Privilegien erst beim Committen. Also die AMD-Prozessoren, die machen das nicht, die haben dieses Problem nicht. Die allermeisten ARM-Prozessoren haben das Meltdown-Problem auch nicht. Die einzige Ausnahme ist der Cortex-A75 meines Wissens nach, der von einer Variante von dem anfällig ist. Und die IBM Power und System-Z-Architekturen, die sind quasi auch anfällig für Meltdown. Also es ist quasi nicht ein Chip, wo jemand einen Fehler gemacht hat, sondern das ist eine naheliegende Architekturentscheidung, dass man sagt, vercheck diese Sachen erst beim Committen der Instruktion, weil dort ist es einfacher als während der spekulativen Ausführung. Und diese Entscheidung haben mehrere Hersteller getroffen, ohne zu sehen, dass das zu Sicherheitsproblemen führt. Und macht das einen Performance-Unterschied? Hat AMD da einen Nachteil? Angeblich. Die Frage ist, macht es einen Performance-Unterschied oder macht es einen Power-Unterschied oder macht es eine Chipflächengröße-Unterschied? Aber es macht quasi irgendeinen dieser Unterschiede, macht es dann unterm Strich, je nachdem quasi, wie man es dreht und wendet. Und das ist natürlich besonders interessant in dem Kontext, dass natürlich irgendwie Intel damit wirbt, dass sie immer irgendwie um ein klein wenig schneller oder lower power oder was auch immer sind als die Konkurrenz. Und wenn man das dann eben mit dem gegenüberstellt, dann muss man sich halt fragen, naja, aber wo kommt denn diese Power her? Und welche Risiken gehen die ein von der Architektur, damit sie diese bessere Performance haben? Und Spark weiß ich nicht. Ich muss zugeben, ich habe diese Liste von Wikipedia abgeschrieben. Okay, was kann man machen gegen Meltdown? Meltdown ist relativ easy, weil Meltdown kann man quasi im Kernel patchen. Im Wesentlichen funktioniert Virtual Memory so, dass es diese Translation Lookaside Buffer gibt, diese Einträge, wo sich der Prozessor merkt, diese virtuelle Adresse entspricht dieser physikalischen Adresse. Und wenn das Programm irgendeinen Speicher angreift, schaut es nach, gibt es einen entsprechenden TLB-Entry. Und wenn ja, dann weiß es, wo es hinschauen muss. Und wenn nein, dann wird ein komplexerer Prozess angestoßen, um diesen TLB-Eintrag zu erzeugen. Und das kann ein hardware-gestützter Treewalk sein, das kann eine Interrupt-Funktion sein, die angestoßen wird, die dann in irgendwelchen Datenstrukturen nachschaut, was ist der fehlende TLB-Eintrag. Und während der spekulativen Ausführung kann das Programm nur auf den Kernelspeicher zugreifen, weil ein TLB-Eintrag vorhanden ist für den Kernelspeicher. Und eigentlich sollte quasi beim Security-Check sein, ja, aber der TLB-Eintrag, der ist nicht für dich, der ist für den Kernel und du bist ein User-Space-Programm, das passiert aber nicht. Was wir machen können, ist, wir können die Liste dieser TLBs flushen, wann immer wir vom Kernel ins Userland wechseln. Wenn wir dann vom Userland ins Kernel zurückwechseln, dann gibt es erstmal eine Exception, weil es gibt kein TLB für die Adresse und dann wird das aufgelöst und da checken wir,
sind wir im Kernel und das geht dann alles. Das ist auch nicht so tragisch von der Performance, wenn wir einen Prozessor haben, der TLBs selektiv flashen kann. Und das ist bei Intel-Prozessoren, alle Prozessoren seit Haswell, also seit den PCIe-IDs, die Program Context Indices. Bei den Prozessoren davor gibt es nur ein allgemeines Kommando, um alle TLB-Einträge zu flashen. Und das ist dann natürlich ein recht signifikanter Performance-Impact. Die Long-Term-Fixes dafür sind natürlich irgendwie, da eine bessere Isolation zu machen von diesen unterschiedlichen Tables. Wenn man die nämlich besser voneinander isoliert, kann man trotzdem dann noch sagen, man spekuliert, ohne da spezielle Sachen nachzuprüfen, und erst beim Committen macht man den ganz richtigen Check, weil quasi die Kernel-TLB-Einträge dann vom Userland-Prozess gar nicht erst gesehen werden. Das ist aber, glaube ich, der Fix, den Linux gemacht hat jetzt, oder? Der Fix, den Linux gemacht hat, ist TLBs flashen, weil der Long-Term-Fix braucht eine Hardware-Änderung. Ich dachte, sie mappen einfach, während sie im User-Space sind, die Kernel-TLBs nicht mehr. Ja, aber du musst sie flashen. Aber du musst sie vorher flashen. Genau. Und wenn du quasi, wenn du sowas hast, dann musst du sie nicht flashen, sondern dann weiß quasi die spekulative Ausführung schon, die TLBs brauche ich mir gar nicht mehr anschauen. Und dann wäre der Performance, die Performance-Einbußen werden dann reduziert darauf, dass ich nicht in einen System-Call hinein spekulieren kann. Was eben gegenwärtig Intel-Prozessoren offenbar können und AMD-Prozessoren offenbar nicht können, dass die Spekulation über eine System-Call-Grenze geht. Meine persönliche Meinung hier ist, dass das Meltdown ein ganz, ganz klarer Hardware-Bug ist, der in Hardware gefixt gehört. Intel steht da ein bisschen auf einer anderen Position. Intel sagt irgendwie, der Prozessor worked as designed, wozu ich sage, ja, da stellt keiner eine Frage, weil es ist ein Design-Bug. Nur wenn der Prozessor nicht as designed worken würde, dann wäre das in dem Fall vielleicht besser. Und sie nennen die Patches dafür Security-Features und nicht Bug-Fixes. Jetzt ist die Frage, wie viel davon irgendwie die Legal Departments dahinter hängen und sagen, wir dürfen da auf keinen Fall irgendwie einen Fehler unserer Seite zugeben, weil sonst kommt irgendwie Amazon und will irgendwie 20% von ihren CPU-Kosten zurückhaben, weil sie haben ja 20% weniger Performance oder was auch immer. Aber ich finde das eine sehr fragwürdige Entwicklung, eine sehr fragwürdige Strategie, dass man da quasi sagt, na, das ist ein Security Feature, dass man das aktiviert. Das ist nicht wirklich ein Fix für einen Security Bug. Okay, diese Mitigations für Spectre. Ja? Vielleicht noch zum Meltdown, Long-Term-Fix. Aber das wird noch immer einem Prozess erlauben, Speicher eines anderen Prozesses auszulesen. Nur halt aus einem Userland-Prozess aus dem Kernel-Space. Von einem anderen Prozess hast du keine TLBs. Bei einem Context-Switch werden die TLBs geflasht. Okay. Spectre schaut ein bisschen schwieriger aus mit den Mitigations. Und eine Frage hier ist quasi, wie weit müssen wir ändern, wie unsere Prozessoren arbeiten, und wie weit müssen wir unser Modell von der Hardware ändern, das wir verwenden, um Software zu entwickeln. Also es gibt andere Dinge, wo wir mit Side-Channel-Attacks zum Beispiel arbeiten, wo man auch gesagt hat, okay, wenn du diese Art von Kryptosache zum Beispiel machst, dann musst du einfach darauf schauen, dass deine Daten nicht in deinen Stromverbrauch leaken, nicht in dein Timing leaken, nicht in deine EM-Abstrahlung leaken, was auch immer. Da muss man halt das Modell ändern, das man hat. Jetzt ist die Frage, wenn ich einen JIT-Compiler mache, wie weit muss ich das Modell von der Architektur ändern, wo ich sage, das sind Dinge, auf die ich einfach Rücksicht nehmen muss, beim Design von einem JIT-Compiler, und wie weit kann ich davon ausgehen, dass die Hardware einfach keinen möglichen Pfad hat für Daten, dass sie quasi in einem Register landen, abhängig von etwas, was der Prozess lesen kann, aber dieser Code streng genommen nicht liest. Darum haben wir ein relativ breites Feld von möglichen Mitigations, die wir haben.
Es gibt ein paar Sachen, die wir machen können, ohne Software auch nur angreifen zu müssen. Wir können einfach sagen, na gut, spekulieren wir nicht mehr. Das ist nicht sehr, sehr realistisch, weil das ist schon wichtig für die Performance von modernen Prozessoren, dass wir diese spekulieren, dass wir das machen können. Aber in Handys zum Beispiel ist es so, dass die meisten Embedded Handy-Prozessoren keine Out-of-Order-Execution können. Das heißt, per Definition kein Problem mit Spectre hier. Was wir auch machen können, ist, wir können zwar spekulieren, aber wir können sagen, wir spekulieren nicht Loads, die nicht im Level 1 Cache liegen. Also quasi, wenn ich im spekulativen Pfad auf einen Load komme und die Daten sind nicht schon im Level 1 Cache, an der Stelle bleibe ich stehen. Das machen zum Beispiel die schnellsten, besten RISC-V-Prozessoren, die wir im Augenblick haben, sind RISC-V-Prozessoren, die Out-of-Order-Execution machen, aber nicht über den Level 1 Cache hinaus. Nicht, weil die an Spectre gedacht haben, als sie diesen Prozessor gebaut haben, sondern weil das schwierig ist. Und es ist viel einfacher zu sagen, wir spekulieren nur mit den Daten, die schon im Level 1 Cache liegen. Aber da ist die Performance-Einbußen sind natürlich gleich viel, viel kleiner. Weil in den meisten Fällen liegen die Dinge eh im Level 1 Cache und da können wir dann gleich viel mehr gewinnen. Was auch eine mögliche Strategie ist, dass wir quasi spezielle Hidden Cache Slots haben, nur für die spekulative Ausführung. Und wenn wir quasi. Das dann genauso wie die Register jonglieren. Ja, genau, die müssen wir dann jonglieren und alles. Und das müsste über die gesamte Cache-Hierarchie gehen. Weil ich kann das gleiche Spielchen mit dem Level 2 oder Level 3 Cache natürlich auch spielen. Oder man mischt und quasi sagt, na gut, vom Level 2 Cache in den Level 1 Cache, da verwendet man dann Hidden Slots. Wenn es schon im Level 2 Cache nicht liegt, dann hört man auf zu spekulieren, solche Dinge. Aber in der nächsten Folie steht, warum das auch nicht so genau geht, ja? Warum kann ich nicht einfach merken, welche Adressen ich im Cache schon liegen habe und wenn ich die spekulative Execution abbreche, diese Adressen auch wieder aus dem Cache rauslöschen? Das Problem ist, wenn du es in einen Cache reinliest, wirfst du was anderes aus dem Cache raus. Und du kannst natürlich genauso nicht nur prüfen, liegt die Page im Cache, sondern ist die Cache, die vorher drin war, nicht mehr da. Also du müsstest dann quasi die Page, die vorher drinnen war, wieder hineinladen. Das ist dann noch einmal ein langer Roundtrip von ein paar hundert Taktzyklen. Das ist besser, einen extra Cache zu haben, den man dann wegwerfen kann. Das Problem, von dem ich gelesen habe, ist, dass du eigentlich bei der Speculative Execution die Daten in den Cache vom RAM reinbekommen willst. Steht auf der nächsten Folie. Damit genau die Performance kriegst, weil du mit hoher Wahrscheinlichkeit die Daten brauchen wirst, auch wenn du es vielleicht kurzzeitig verwirfst, aber du wirst mit hoher Wahrscheinlichkeit danach brauchen. Deswegen ist aus meiner Sicht die Strategie eher unwahrscheinlich, dass sie wirklich greift. Also, das sind die Dinge, die man machen kann, quasi reine Hardware-Änderung, wir greifen keine Software an. Dann gibt es die Mischlösungen, wo wir quasi neue Hardware-Features bauen, die dann von Anwendungen wie JIT-Compilers verwendet werden können, um quasi hier diesen Problemen vorzubeugen. Dazu gehören irgendwie Dinge wie zum Beispiel spezielle Instruktionen oder Instruktionssequenzen rein für Bounce-Checking in einer Art und Weise, sodass ich nie auf den falschen Bounce spekulativ ausführe. Und das ist quasi die Mitigation, die jetzt verwendet wird für die Variante 1 von Meltdown. Da ist keine neue Instruktion notwendig, sondern man kann mit x86 bereits jetzt Sequenzen bauen, wo man sagt, okay, das ist ein Bounce-Check, wo wir quasi nicht spekulativ rauslaufen. Was anderes wären dann zusätzliche Instruktionen, um gewisse Features auszuschalten, wie zum Beispiel Branch-Target-Speculation, was eben die Variante 2 von Spectre ist. Und dann gibt es die Software-Only-Lösungen, wo ich quasi keine speziellen Hardware-Features noch nicht brauche, wo ich einfach sage, na gut, dann darf ich nie in einem Prozesskontext sensible Daten haben und Cheatcode haben. Dann soll das Cheat-Programm gefälligst in einem eigenen Prozesskontext laufen und ich verwende ganz traditionelle Interprozess-Kommunikationsmechanismen, um zwischen dem und meinem eigentlichen Prozess zu kommunizieren.
je nachdem quasi, wen man fragt, ob man irgendwie die Leute fragt, die Prozessoren bauen oder die Leute fragt, die einen Browser bauen, gibt es natürlich andere Vorstellungen, wo dieses Problem zu lösen ist. Und wie gesagt, also ich persönlich habe da gar keine gefestigte Meinung bis jetzt zu dem, weil das wirklich eine offene Frage ist. Wie weit erlauben wir es, dass wir die Modelle der Hardware aufbohren, die wir jetzt verwenden, um Software zu schreiben, wie JIT-Compiler? Und wie weit sagen wir, nein, unsere alte Vorstellung muss richtig sein und die Prozessoren müssten halt irgendwie herausfinden, wie sie sich verhalten, sodass diese Side-Channels nicht existieren, die hier mit Spectre ausgenutzt werden. Ich meine, das haben wir ja bei Memory-Barriers und so weiter, hat sich das ja auch entwickelt, dass das eigentlich auf der Compile-Time-Seite passiert, ja, heute. Oder ja. Als Kernel-Code-Schreiber, dass man das halt tun muss. Ja. So. Die Browserhersteller nennen nicht sind in den Lehrgang und haben die JIT-Sachen in eigenen Prozesse geschaffen, relativ schnell jetzt. Ich weiß nicht, ob als Reaktion auf Spectre, ich kann sein, dass quasi bisher schon manches gehabt haben, ich weiß es nicht. Ich habe irgendwo mal kurz die Meldung gelesen, dass sie die Sachen jetzt in eigene Prozesse ausgelagert haben. Aber ich habe es noch einmal irgendwie kurz gesehen, also vielleicht habe ich es auch falsch. Also ich glaube, quasi als Reaktion auf Spectre ist das irgendwie ein recht massiver Umbau für das machen wir mal schnell. Es würde mir persönlich ganz unabhängig von Spectre sinnvoll erscheinen, Cheatcode in einem eigenen Prozesskontext laufen zu lassen, weil es gibt natürlich auch andere Probleme. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass man über so eine Cheat-Sandbox aussprechen kann. Und natürlich, wenn das in einem eigenen Prozesskontext läuft, dann irgendwie umso besser. Ich hätte auch kein Problem damit, eine eigene Operating System Personality für solche Prozesse zu machen, damit sie dann nichts anderes tun dürfen, als auf die Interprozesskommunikationsrequests von dem Hauptprozess zu antworten. Aber man darf ja träumen. Aber wäre nicht so schwierig, eben Linux zu machen, eine Prozess-Personality für solche Anwendungen, denke ich. Okay, das ist alles erst der Anfang. Spectre und Meltdown sind irgendwie so die beiden Bugs, die irgendwie zusammenhängen, die irgendwie jetzt publiziert wurden. Aber eigentlich sehe ich die als quasi repräsentativ eine Kategorie von Sicherheitslücke, über die wir uns bis jetzt noch nicht so viele Gedanken gemacht haben. Und da wird mehr kommen und zum Teil kommt da schon mehr. Also wir müssen einerseits radikal umdenken, wie wir Computersysteme bauen, wie wir quasi diese Designentscheidungen treffen und diese Designentscheidungen absichern, damit es nicht möglich ist, dass solche Dinge passieren. Niemand hat daran gedacht oder ich gehe davon aus, dass ein Haufen Leute immer wieder daran gedacht haben und das dann sehr schnell verworfen haben, als naja, aber das ist völlig akademisch und viel zu kompliziert und unbequem in der Praxis. Genau. Praxis. Bis es dann jemand macht. Ja. Und wenn man sich quasi den Example C-Code zu Spectre anschaut, die einfach nur innerhalb von einem Programm Daten von einem Array ins andere kopiert, ohne das Source Array je anzugreifen, das sind nicht viele Zeilen Code. Das ist relativ knapp und bündig. Aber ich glaube quasi, für eine lange Zeit hat sich niemand hingesetzt und auch nur das probiert, sondern naja, wahrscheinlich wird da alles Mögliche schwieriger sein. Und es kommt natürlich auch noch dazu, dass zu einem großen Teil diese Dinge riesige Blackboxen sind. Also Leute, die sich zum Beispiel mit Branch Prediction beschäftigen, waren ganz excited über einige Details aus dem Spectre Paper, weil sie, die haben herausgefunden, wie der Core das und das macht, weil halt nicht wirklich so gut dokumentiert ist, wie Dinge wie Branch Target Prediction funktionieren. Also wir müssen radikal umdenken, wie wir quasi diese Designentscheidungen treffen. Und wir müssen uns darauf vorbereiten, dass mehr Varianten von dieser Art von Sicherheitslücke kommen. Also was jetzt mehrere Leute sich schon Gedanken gemacht haben, sind Situationen, wo zwei Prozesse an dem Angriff beteiligt sind und quasi ein Victim-Prozess, in dem der malicious Code läuft, der spekulativ Daten abholt und dann quasi
Dinge im Cache hinterlegt und einen zweiten Prozess, der diese Daten dann abholt. Und damit kann man eine ganze Reihe von den Dingen über Bord werfen, die ich gerade vor zwei Slides gesagt habe, über was man machen kann gegen Meltdown. Weil ab dem Augenblick kann man nicht nur quasi sagen, zuerst wird spekulativ ausgeführt, dann ungerollt, aber das Unrolling ist nicht vollständig und wir beobachten ein Artefakt, das quasi davon übrig ist, sondern nur über die Resource Utilization von gemeinsamen Ressourcen könnte ein anderer Prozess herausfinden, was während der spekulativen Ausführung passiert. Also wir könnten zum Beispiel im spekulativen Pfad etwas im Cache lesen und dann zum Signalisieren, ob wir ein 1-Bit oder 0-Bit gelesen haben, einen Leserzugriff aus dem Memory machen. Und ein anderer Prozess misst sehr genau die verfügbare Memory-Bandbreite. Und wenn der sieht, gleichzeitig war ein Zugriff am Memory, dann weiß er, da ist quasi das eine signalisiert worden. Und wenn der keinen gleichzeitigen Zugriff aus Main-Memory sieht, dann ist da nichts passiert worden. Wenn ich zwei Threads habe auf einer hyper-threaded CPU und ich sage, okay, ich weiß, dass dieses Problem vorliegt, ich spekuliere nur mit Level 1 Cache. Und wenn quasi Level 1 Cache keine Daten beinhaltet, dann yielde ich den Core. Dann kann ich die Tatsache, dass mein spekulativer Pfad versucht, auf Dinge zuzugreifen, die nicht im Level 1 Cache sind, verwenden, um dem anderen Task zu signalisieren, was passiert ist. Weil der andere Task kann messen, ob er CPU-Zeit bekommen hat oder nicht. Wir haben da viele interessante Probleme, wo man sich sehr genau überlegen muss, wie man damit umgehen möchte. Also einerseits, das betrifft jetzt eigentlich nur Multicore-Systems, wo ich einen Cache habe, der für mehrere Cores verfügbar ist. Ja, per Definition hast du nur ein Multicore-System und einen Cache, der für mehrere Cores verfügbar ist. Ja, das Problem bekomme ich nicht, wenn ich nicht zwei Prozesse eben gleichzeitig ausführen kann und dafür brauche ich mehrere Cores, soweit ich das Problem verstanden habe. Ja, nicht unbedingt mehrere Cores, sondern du kannst einen Hyper-Threading-Prozess haben. Also das Letzte, was ich beschrieben habe, geht quasi über eine Hyper-Threaded-CPU. Und da haben wir das Problem, dass wenn ich quasi zwei Threads habe auf einer Hyper-Threaded-CPU, dass quasi die gesamte Hardware geshared ist. Also ein möglicher Weg quasi, diese Angriffsszenarien, wo mehrere Prozesse zusammenarbeiten, dem zu begegnen ist, zu sagen, wir dürfen keine spekulative Ausführung machen, die irgendwelche Shared Resources betrifft. Aber gleichzeitig, so wie ich eine Hyper-Threaded CPU habe, sind alle Resources shared, bis hin zum Level 1 Cache. Hyper-Threading im Sinne von Intel Hyper-Threading oder generell? Also das ist das Interessante an den Dingen, dass abgesehen jetzt von Meltdown, aber auch Meltdown betrifft mehrere Hersteller, dass es hier wirklich um Architekturentscheidungen geht, um Dinge, die einfach üblich sind, dass man Prozessoren so baut, wo man jetzt quasi dann draufkommt, dass quasi diese Side-Channels existieren, die es uns erlauben, Dinge zu machen, die halt vorher niemand berücksichtigt hat. Von dem, was du jetzt alles erwähnt hast, dass alle diese Bugs würde ich auch lange mitigaten, dass es in dem Moment, wo es nicht im Cache liegt, höre ich hier auf, höre ich die Speculative Execution hier auf. Nein, eben nicht, das war der letzte Punkt. Zum Beispiel, du kannst Floating Point Unit, wenn du ein Hyperthread hast, dann kann der eine die Floating Point Unit benutzen und dann kann sie der andere nicht benutzen. Okay. Darüber kannst du einen Cover Channel machen. Also mit dem, ja. Ja. Gut. Das war dann auch alles, was ich dazu zu sagen hatte. Du hoffst. Na, eine Sache könntest du noch, das weißt du sicher, die Fantastic Timers Paper, hast du das gelesen? Nein, habe ich nicht. Aber der Punkt ist, dass es einfach über Parallelprozessor-Architekturen möglich ist, sehr genau zu messen, weil man braucht dann einen Prozess einfach nur zählen lassen. Genau. Und wenn man einen anderen Prozess verwendet, um zu lesen, wohin er gerade gezählt hat, muss man ihn nicht einmal unterbrechen und damit hat man eine Uhr, die mit der höchsten verfügbaren Auflösung zählt und damit ist alles Müll, was die Browser versuchen, um die Zeitmessungen zu limitieren. Ja. Gibt es Fragen?
Eine Frage zu, wie viele Zyklen vergehen in etwa zwischen den Context-Switches typischerweise? Zwischen den Context-Switches? Die Context-Switch-Frequenz ist zwischen 100 Hz und 10 kHz, je nach Betriebssystem, Version, Prozessortyp etc. Ich weiß nicht, was jetzt Default ist auf Workstations. Ich glaube, sie ist 10 kHz jetzt. Als ich angefangen habe mit Linux, war sie was 100 Hz, aber das ist lang her. Ja. Das heißt halt, diese CPUs haben vielfach Blackboxes, auch wie die Architektur innen aufgebaut ist. Mhm. Blackboxes findet man nicht gut, wenn wir Open Source mögen. Gibt es da Chance, dass das mit Open Source Hardware, Open Source Entwicklung da was verändert wird? Ich glaube ja. Also ich bin ja ein RISC-V-Verfechter. Und ich glaube, dass in der Richtung die Transparenz, dass man irgendwie sich anschauen kann, wie verhält sich der Prozessor eigentlich, dass das viel, viel besser wird. Ich glaube aber gleichzeitig, dass das kein Wunderheilmittel gegen sowas wie Spectre und Meltdown ist. Also es ist auch nicht unüblich für Software-Sicherheitslücken, wo irgendwie jeder sich den Code anschauen kann, dass die 10 Jahre existieren, bevor zum ersten Mal jemand publiziert, hey, der Buffer ist kleiner, als du denkst. Aber es ist quasi eine notwendige Voraussetzung für gewisse Dinge. Und man kann die Diskussion und die Analysen dann gleich auf einem höheren Punkt ansetzen. Weil quasi man muss nicht anfangen, irgendwie fundamentale Grundlagenforschung zu betreiben. Was ist der Hashing-Algorithmus, der verwendet wird vom Branch-Predictor, um quasi Adressen von Sprunginstruktionen Branch-Prediction-Slots zuzuweisen, sondern das ist irgendwie offen und einsehbar. Auf der anderen Seite, bei den ganz großen Architekturen, also eben sowas wie x86, ist es extrem beeindruckend, was Dinge wie zum Beispiel das Valgrind-Projekt machen in Bezug auf Simulation, wie sich gewisse Prozessoren verhalten, bis hin zu, also das kann man zum Beispiel verwenden, wenn man jetzt Performance-Optimierungen machen möchte für Branch Prediction. Da hat Valgrind einen eigenen Modus. Und dafür haben die natürlich einiges reverse-engineeren müssen und sich anschauen müssen, wie funktionieren die Branch Prediction Units von den echten Prozessoren. Nur wird das sehr schnell schlechter, wenn man dann quasi weniger weit verbreitete Prozessoren anschaut. Also wenn ich quasi herausfinden möchte, was der Prozessor auf meinem Smartphone zum Beispiel macht, dann ist es nicht die eine Architektur, wo sich irgendwie jeder zweite Mensch, der sich mit diesen Fragestellungen beschäftigt, darauf wirft, sondern gibt es irgendwo eine kleine Gruppe von Leuten, die vielleicht ein bisschen Zeit hat, sich dem anzunehmen. Und da schaut es natürlich dann ganz anders aus, wenn man irgendwie einfach in den Core hineinschauen kann und sagen kann, okay, was macht er denn? Es gab da so einen schönen Twitter-Rant, der gesagt hat, naja, diese ganzen 3,7 GHz-Prozessoren sind eigentlich nur Marketing. Ich brauche nie für ein Video oder sonstiges, was ich im Alltag mache, 3,7 GHz. Ich hätte lieber statt am 4-Core-Prozessor, der 3,7 GHz hat, einen 20- oder 100-Core-Prozessor, wo halt alle 1 GHz oder ein paar hundert MHz haben. Nach dem, was du jetzt aber gesagt hast, hätte ich dann ja noch immer das Problem, dass zwei Prozesse zusammenarbeiten können, um da Daten auszutauschen. Habe ich das richtig verstanden? Kleinere Taktrate, mehr Cores, ich sehe nicht, dass das irgendeine Auswirkung auf diese Dinge hätte. Generell diese Frage mit, habe ich viele Cores, habe ich wenig Cores, habe ich große Speicherbandbreite, geringe, das hängt immer von deiner Workload ab. Und ich meine, wenn du ein Problem lösen musst, das einfach größer ist als Nix Class zum Beispiel in der Complexity Class, dann kannst du es einfach nicht sinnvoll parallelisieren.
außer du bist derjenige, der herausfindet, dass irgendwie P und NC die gleiche Komplexitätsklasse sind. Aber ich würde eher darauf spekulieren, dass es sich um verschiedene Komplexitätsklassen handelt und dann hängt es eben von dem Problem ab. Also wenn deine Aufgabe zum Beispiel ist, du willst ein File LZW komprimieren und das möglichst schnell. Der LZW-Algorithmus ist ein P-vollständiger Algorithmus. Das kannst du inhärent nicht effektiv auf 20 Cores aufteilen. Und wenn du 20 Cores hast, jeder ist nur ein Zwanzigstel der Geschwindigkeit, dann ist das Erzeugen von dem einen ZIP-File auf einmal 20 Mal langsamer. Du hast gesagt, es bräuchte alternative Zugänge im Design insgesamt, also dass man nicht so erratisch arbeitet, man macht mal was, solange bis es sich als falsch herausstellt und dann macht man was Neues. Aber wie ist das denkbar in so einem komplexen Feld? Man müsste ja irgendwie mathematisch logisch modellieren und alle möglichen Möglichkeiten vorwegnehmen. Ja. Ist das ein wirklich realistischer Weg? Das ist ein absolut realistischer Weg. Also meine Firma beschäftigt sich mit formalen Beweisen von Eigenschaften von Digitalschaltungen und so. Also von daher kann man alles machen. Also es gibt unterschiedliche Wege, solche Dinge zu machen, dass du wirklich mit mathematischen Mitteln beweist, dass ein System eine Eigenschaft hat, dass kein Informationsfluss möglich ist von A nach B, solche Dinge. Es ist halt ein relativ großes Feld und es gibt quasi automatisierte Verfahren, die sehr rechenintensiv sind. Es gibt weniger automatisierte Verfahren, wo man aber dann jemanden hinsetzen muss, der einfach seinen PhD quasi umsetzt, indem er diesen einen Beweis führt. Aber das ist ein sehr, sehr aktives Feld, dass man formale Beweise führt von auch sehr komplexen Systemen. Was wir im Augenblick noch nicht machen können, ist, den fertigen Prozessor nehmen, eine extrem abstrakte Property, wie man kann im Ring 3 keine Daten aus Ring 0 lesen und sagen, beweis mir, dass das geht. Also das geht noch nicht, sondern was man stattdessen macht, ist, dass man mit unterschiedlichen Abstraktionsebenen arbeitet, dass man quasi ein abstrakteres Maschinenmodell hat und dann beweist man, eine Maschine, die dieses abstrakte Maschinenmodell implementiert, hat diese und jene Eigenschaften. Und dann beweise ich quasi, dass meine Implementierung eine korrekte Implementierung von diesem abstrakten Modell ist. Und manchmal brauche ich quasi mehrere solche Ebenen dazwischen, dass ich die Komplexitätsbrücke nehmen kann, aber das geht. Aber es ist natürlich ein extremes Commitment, gerade für solche Dinge wie x86-Prozessoren, dass man in diese Richtung hingeht. Aber in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Busprotokolle für Automotive und Airborne, da gibt es ganz, ganz viel, wo einfach bewiesen wird, es kann nie zu einer Congestion kommen, es gibt immer genug Bandbreite, dass man jetzt irgendwie der Tragfläche sagt, sie soll die Flaps einziehen oder ausfahren. Hätte man bei Apollo zum Beispiel brauchen können, weil die haben genau dieses Problem gehabt bei der ersten Mondlandung, dass dann auf einmal zu viel Load war auf dem Prozessor. Weil da was gelaufen ist, was hätte nicht laufen sollen zu der Zeit. Ich habe so verstanden, dass die Interrupt-Frequenz bei der Annäherung zum Mond immer höher wurde. Ja, es ist der Apollo-Computer, ist ein bisschen off-topic jetzt, hat eine Queue. Die Queue ist quasi übergelaufen, weil die Frequenz der neuen Interrupts größer war als die Frequenz der abgearbeiteten Interrupts. Und in dem Augenblick, wo die Queue an ihr Limit gekommen ist, hat der Bordcomputer hart resettet. Glücklicherweise resettet er sehr schnell. Der ist nicht ganz off-topic, weil er kann noch richtig die Kuh ausschauen. Okay, gibt es noch Fragen? Ja. Zum einen Stichwort Ringarchitektur. Wie wir seit letztem Jahr wissen, läuft ja, bevor noch überhaupt das Betriebssystem bootet, schon einiges vorher. Ja? Mhm. Also Stichwort Intel Management Engine. Wie siehst du, ist das nicht jetzt eine große Ablenkung von dem, was wir da sonst dann an Problemen haben? Ich weiß nicht, ob es eine Ablenkung ist, weil ich finde auch das ist sehr wichtig quasi. Ja, ja. Was ich sehr spannend finde, ich habe noch nie darüber nachgedacht, ob man das verwenden könnte, um irgendwie aus Ringen höher privilegiert als Null Daten auszulesen. Das wäre natürlich schon spannend, weil also bei Intel-Prozessoren gibt es ja quasi Ring 3 für die Applikationen, dann Ring 2 und 1 für keiner weiß was, Ring 0 für den Kernel
Und dann gibt es den Ring minus 1, den Ring minus 2, den Ring minus 3, wo eben dann diese Hardware-Management-Sachen und so fließen. Und jedes Jahr hat irgendjemand anderer ein Hintertürchen gefunden, wo man dann irgendwie Disassembly dumpen kann von dem, was in diesen höheren Ringen rennt. Also zumindest für mich ist es weniger eine Ablenkung, sondern mehr ein, möglicherweise kann man das auch dazu verwenden, herauszufinden, was der Prozessor in diesen anderen Stufen macht. Wie siehst du das? Hat man mehr Chance? Also Intel hat ja eine unglaubliche Legacy mit der x86-Architektur. Die ist ja allein durch das, was die schon seit Jahren mitzahlen, extrem aufwendig und vermutlich deswegen auch fehleranfällig. Hat man, wenn man was Neues beginnt, mehr Chancen, das security-mäßig auch besser auf die Reihe zu kriegen? Oder macht man dann mehr Fehler, die die anderen schon längst gemacht haben? Also ich würde sagen, das meiste von der Intel Legacy ist im Instruction Set und nicht in der Microarchitecture. Und das ist eigentlich ein reines Microarchitecture-Problem. Darum finde ich das ein bisschen so auch ein Red Herring, wenn Leute jetzt irgendwie sagen, die RISC-V-Prozessoren haben diese Bugs nicht, weil das eine mit dem anderen eigentlich nichts zu tun hat. Und man könnte, also eine Sache, die ich... Nur daran, dass die RISC-V-Prozessoren, die es bis jetzt gibt, eine bestimmte Komplexitätsklasse noch nicht erreicht haben. Genau. Ja. Also ich weiß zum Beispiel von RISC-V-Prozessoren, die nicht Open Source sind, die spekulativ ausführen, nur im Level 1 und Hyper-Threading haben. Und da wäre dann zum Beispiel die Frage, ob man dort so etwas verwenden kann, wie ich vorher skizziert habe, dass man quasi misst, ob der eine Thread den Core an den anderen Thread yieldet, und daran kann man dann quasi aus dem spekulativen Pfad Dinge signalisieren. Aber das ist eben ein Prozessor, wo die Öffentlichkeit noch keinen Zugriff hat. In einem Jahr würde das dann dort schon anders ausschauen und dann ist das hier genauso anfällig. Und Intel genauso wie AMD von der Mikroarchitektur machen die ja regelmäßig Redesigns und dann werfen sie halt irgendwie Megabyte-weise Microcode drauf, damit sie irgendwie noch das Rep-Präfix und was weiß ich was alles richtig implementieren. Ich weiß nicht, wie sehr quasi die Mikroarchitekturentscheidungen beeinflusst werden von der ESA-Legacy, die sie haben. Aber als Prozessorbauer würde mich das auf jeden Fall interessieren, wie Intel da mit dieser Legacy umgeht. Mein Hauptargument für RISC-V ist immer, wenn die Leute sagen, ja, aber ist es dann auch performant als ESA, dass ich immer sage, quasi das x86 das lebende Beispiel dafür ist, dass die Qualität einer ESA keine notwendige Voraussetzung ist für einen performanten Prozessor. Ja. Okay. Also ein Kernübel scheint mir diese globale Ressourcen-Sharing-Geschichte zu sein. Also zum Beispiel beim Cache. Jetzt ist das ja alles, was wir da jetzt besprochen haben, alles von Neumann-Architektur, die im Prinzip sich durchgesetzt hat gegenüber der Harvard-Architektur, beziehungsweise ein paar Teile sind übernommen worden. Wäre das nicht ein Anlass, darüber nachzudenken, noch einmal über Harvard, wo es einfach mehr Separation gibt? Diese Prozessoren sind eigentlich Harvard-Prozessoren. Also die werden eigentlich von Neumann-Prozessoren erst ab dem zweiten Cache-Level. Aber der Prozessor-Core selber hat in der Regel einen Level-1-Daten-Cache und einen Level-1-Instruction-Cache. Und nur nachher werden die dann in den gleichen Adressraum gemappt. Aber selbst wenn sie reine Harvard-Architekturen wären, könnte man immer noch das gleiche Ding machen. Weil wenn man einfach nur schaut auf diesen Code-Beispiel hier, wenn ich quasi eine reine Harvard-Architektur habe, solange diese Harvard-Architektur auch spekulativ ausführt, solange die auch Caches hat, wo ein Datenbereich im Cache sein kann oder nicht im Cache sein kann, funktioniert das ganz genauso. Alle Klarheiten beseitigt. Für verbleibende Klarheiten bin ich dann eh auch noch da. Also. zum Abschluss. Ich meine, ich habe jetzt ein paar Mal gehört, so in Diskussionen, die einzige Variante, das wirklich sicher zu kriegen, ist ein Hardware-Tausch. Dass so viel
Bugs in den Sachen schlummern, das wurscht, was ich austausche an Software. Das ist so ähnlich, wie wenn ich ein Hochhaus baue, vergesse an gewissen Stellen den Boden zu machen und irgendwo gelbe Striche mal. Das Loch bleibt. Ja, also man kann jetzt argumentieren, braucht man quasi einen Hardware-Tausch oder braucht man irgendwie ein Hardware-Abo, weil sowas kommt ja immer wieder. Und wie gesagt, meiner Meinung nach, Spectre und Meltdown sind jetzt irgendwie die Ersten. Und wenn jetzt Intel morgen einen Prozessor macht, bei dem irgendwie genau diese Probleme gelöst sind, heißt das noch lange nicht, dass wir das gesamte Themenbereich bearbeitet haben. Solange die Prozessoren spekulativ ausführen, werden wir in der einen oder anderen Form solche Probleme haben. Wir haben eben hier ein paar mögliche Szenarien. Hier ein Prozess, der quasi Cache-Artefakte anschaut, aber das andere Szenario, wo ein zweiter Prozess während der spekulativen Ausführung mitschaut, dann ist wurscht, wie gut und genau ich anrollen kann. Also ich glaube, das wird uns noch quasi... Meiner Meinung nach ist das so ein großes Ding wie Buffer Overflows, ja. Wo irgendwie Anfang der 90er damit, dass irgendwie das Internet auf einmal offener geworden sind, die Leute drauf gekommen sind, hey, das ist ein Problem, dass wir kein Bounce-Checking machen, wenn wir einen Buffer hineinschreiben. Und das heißt ja nicht nur, dass Programme einfach abstürzen, sondern dass... Aber ich meine, das kommt aus einer Mentalität quasi, wo irgendwie Sendmail ein Debug-Kommando gehabt hat. Aber ich finde, das Interessante ist ja heute, dass es als Betriebssystem-Bug gibt, wenn du die Buffer-Overflow-Mitigation, die im Betriebssystem drin ist, wie irgendwelche Randomization, irgendwie umgehen kannst. Also heute ist es ein Betriebssystem-Bug, wenn du eigentlich eine Mitigation, die du im Betriebssystem eingebaut hast, gegen die Buffer-Overflows in dem User-Space umgehen kannst, ja, was eigentlich krank ist. Ja, also, ja, aber gleichzeitig sagt kein Programm-Maintainer, da kümmert sich die Address-Space-Randomization drum. Wenn du quasi einen Patch schickst. Also Buffer-Overflows sind seit 30 Jahren bekannt oder was und trotzdem haben wir sie immer noch. Ja? Ja. Und zwar in derselben, also jeden Tag einen neuen. Ja? Ja, also ich glaube, dass das quasi einen ähnlichen Stellenwert haben wird. Das Problem mit dem ist halt, dass es hier inhärent um einen Informationsfluss geht. Es geht nicht darum, dass du Code ausführen kannst, es geht nicht darum, dass du Daten verändern kannst, es geht darum, dass du Daten auslesen kannst. Manchmal kann das ein Mittel sein, dass du zu den anderen Dingen kannst. Wenn ich das SSH-Passwort kenne, dann bin ich sehr schnell an dem Punkt, dass ich Code ausführen kann und Daten verändern kann. Aber ich glaube, das wird sehr schwierig machen, quasi ein ähnliches Problembewusstsein zu schaffen, hier, wie das bei den Buffer-Overflow-Attacken war. Weil wenn quasi mein Mail-Server down ist, dann ist das ein großes Problem. Wenn jemand, der mit mir eine Cloud-Instanz irgendwie anfangen kann, Bits aus der Memory auszulesen, gibt es viele Leute, die sagen, naja, aber das kann die NSA genauso. Also ich glaube, wir sind noch in der Phase, wo auf der einen Seite müssen wir uns klar werden, wie wollen wir das Problem technisch überhaupt angehen. Wollen wir, wo ist die Zuständigkeit, was ist das Programmiermodell, auf das ein Chip-Compiler vertrauen kann, all diese Sachen. Aber gleichzeitig müssen wir ein Problembewusstsein aufbauen, dass hier tatsächlich ein Problem existiert. Und ich glaube, das wird sehr schnell kommen, wenn es dann die ersten sehr user-friendly Tools gibt, um hier Dinge zu machen und nicht nur irgendwie, oh schau, ich kann mit diesem JavaScript-Code auslesen, was das unterste Bit von dem anderen Array-Element ist. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass die Firmen jetzt ein halbes Jahr und die Universitäten ein halbes Jahr an dem Thema gesessen sind. Und wir jetzt zu diskutieren anfangen, irgendwie, wer ist überhaupt zuständig für das Problem? Das wundert mich. Ich habe mir gedacht, wenn die jetzt ein halbes Jahr Zeit haben, dann hätten sie doch wirklich zusammensetzen können und einmal ausschnapsen können, wer macht jetzt was, wie teilen wir das Ganze auf. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, das haben sie nicht gemacht. Naja, du brauchst auch Zeit, um die Aktien zu verkaufen. Also das ist... Da ist dauert auch, einfach einen neuen Prozessor zu designen, bis du den wirklich ausgetrunken hast. Andererseits ist die Frage,
waren die Compiler-Hersteller überhaupt dann beteiligt an der ganzen Geschichte oder haben die das erst jetzt erfahren? Also von dem, was ich online gelesen habe, hat Intel das eben seit einem halben Jahr gewusst. Spätestens seitdem die Aktien verkauft wurden. Das ist ein reiner Hardware-Bug in der CPU. Die haben sich ja nicht mal mit dem Hardware gekümmert, aber war Intel eben dann von den Chip-Herstellern dabei? Naja, also es war von Google Project Zero, darum haben sie auch V8 und D8 verwendet als Demo. Von daher nehme ich an, dass die V8-Leute da durchaus ein bisschen Vorlaufzeit gehabt haben, sich was zu überlegen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass zum Beispiel ARM da nicht, dass die erst jetzt schnell aus der Hüfte geschaut haben, wie schaut das aus mit unseren CPUs. Irgendwie hat die Timeline für mich so gewirkt, so wann, was, und dann war der Release irgendwie, der Prozessor ist nicht anfällig und 2 Tage später sagt, ah ja, da gibt es dann eine Variante, die wir uns gerade ausgedacht haben, wo wir doch auch anfällig sind auf dem Prozessor. Aber natürlich kann ich mehr darüber sagen, wie der Exploit technisch funktioniert, als wer wann was gewusst hat. Aber nur auf die Frage, die LLVM hat zum Beispiel fixes released, auf die waren aber auch eingeschränkt über das Non-Disclosure Agreement, also man kann den Fix, auch wenn er auf dem Compiler-Niveau basiert, erst publizieren, wenn das Release-Date sowieso kaputt gegangen ist, weil man was anderes gemerkt hat. Aber das war so ein bisschen das Problem, dass es auch ein bisschen früher gelegt ist. Also manche von den unkoordinierten Stellungnahmen sind einfach auch, weil man noch nicht gewusst hat, soll man jetzt wirklich schon drüber reden. Ist auch ein bisschen problematisch. Gibt es seit 3 Wochen Kernel-Patches, dass die indirekten Jumps keine Speculation mehr machen? Da haben sie den ganzen Assembler-Zeug umgeschrieben im Kernel. Seit dem 25. Nenner gibt es eine neue GCC7-Version. Ich nehme mal an, das wird zusammenhängen. Es ist auch ein Backport angekündigt von den Fix in früheren GCC-Versionen. Ich glaube, gerade auf der Spectre-Seite ist eine große Frage noch, wie schauen Angriffsszenarien aus, die über Just-in-Time-Compiler hinausgehen? Weil das ist natürlich sehr wichtig für die Entscheidung, wie wollen wir dieses Problem lösen? Weil wenn wir uns ganz sicher sind, dass das nur Just-in-Time-Compiler betrifft, dann ist es viel leichter zu sagen, verwende eben diese Code-Pattern und so. Die Variante 2 geht prozessübergreifend. Ja, aber es sind 2 Prozesse, die kooperieren müssen. Nein. Diese spekulative Execution-Geschichte, wo du irgendwo in irgendeinen Bereich jumpst, dann kannst du einen Prozess laufen lassen und den die spekulative Execution. Ah ja, die Variante 2, wo du auf dem anderen Prozess macht die spekulative Execution dann genauso und hupft dort in den Wald. Ja. Das ist ja der Grund, warum. Also du kannst damit zum Beispiel vermutlich was schreiben, wenn du das Login-Programm hast und ein zweites Login-Programm hast, was dieselben Libraries verwendet, dass du dann spekulative Ausführungen in irgendwelche DLLs hupfst und das Login-Programm in seiner Variante von der DLL hupft genauso dorthin und das kannst du beobachten. Das ist, Also ich glaube, dass das ist extrem schwierig zu exploiten, weil du das Programm, was du exploiten willst, genau kennen musst. Aber wenn du es mal hast, kannst du damit rauslassen. Das ist aber auch einfacher in Hardware zu fixen, weil der Performance Penalty, wenn du die Branch Target Speculation abdrehst, viel, viel kleiner ist als die Performance Penalty, wenn du Branch Prediction abdrehst. Also die Frage war quasi, aber genau das ist das Ding, wo wir eben abstecken müssen, welche Sachen fixen wir wo. Und möglicherweise, so schaut es im Augenblick aus, das da ist ein Firmware-Fix, wo ein Microcode abgedreht wird, dass du Branch Targets. Das ist einfach cool, also der gefällt mir einfach am besten. Aber da ist die Frage, vielleicht bleibt bei dem einfach, wenn du einen Cheat-Compiler baust, musst du darauf aufpassen. Wenn du keinen Cheat-Compiler baust, ist es nicht so tragisch. Und wenn du einen Cheat-Compiler baust, war es schon immer eine bessere Idee, den in den eigenen Prozess zu tun. Ne? Genau. Und dann muss man noch abgrenzen, wie schaut das aus im Vergleich zu anderen Side-Channel-Attacken. Also das Interessante an hier ist ja quasi diese spekulative Ausführung und so, aber es gibt ja quasi andere Side-Channel-Attacken, wo die spekulative Ausführung überhaupt nicht vorkommt, die auch seit Ewigkeiten bekannt sind, wo man einfach sagt, okay, wenn du das oder das machst, dann darfst du nicht einfach dem
Algorithmus aus dem Lehrbuch runtertippen, sondern du musst eine Implementierung wählen, wo jemand ganz genau geschaut hat, dass du eben von Timing über Leistungsaufnahme, über welche Cache-Lines sind hot, über EM-Abstrahlung nicht rauslesen darfst, was war der Key, den du da jetzt irgendwie... Das ist bei Krypto heute so, und da gibt es tausende Papers, wo man halt genau. Side-Channel hat und wir haben halt immer noch Prozessoren, die irgendwie eine IIS-Engine haben, die nicht Side-Channel geschützt ist, ja? Also gerade embedded. Ja? Genau. Aber die Abgrenzung zwischen Hardware und Software wird ja auch immer schwieriger, oder? Wie du gesagt hast, auf der CPU läuft der Microcode. Intel hat, ich weiß nicht, für manche Prozessoren werden drei neue Instruktionen erfunden. Die spielen es über Nacht irgendwo ein, ich weiß nicht einmal wann, ja, nicht einmal über ein BIOS-Update, sondern über ein Betriebssystem-Upgrade. Kriege ich quasi über Nacht eine neue CPU und den haben sie dann zurückgezogen ein paar Stunden später. Ja, ja. Also es ist ja völlig intransparent doch. Ja. Also für mich ist quasi die Grenze zwischen Software, darum habe ich auf einer Slide, habe ich quasi Software auf der einen Seite und Hardware-Betriebssystem auf der anderen Seite. Für mich ist die große Frage, muss ich ein Programm umschreiben oder neu kompilieren? Dann ist es quasi meiner Meinung nach ein Fix auf der Software-Seite. Wenn ich einfach nur meinen Kernel update oder das Microcode-Image update, dann ist es für mich quasi nicht ein Software-Fix. Und das ist quasi ein ganz, ganz großer Unterschied, einfach logistisch. Ja. Ob ich quasi auf eine neue Kernel-Version gehe oder ob ich irgendwie sage, ich muss jedes Debian-Paket neu übersetzen, damit jedes einzelne Debian-Paket mit dem neuen Compiler übersetzt ist, der irgendwas anders macht. Oder zumindest jedes Security-Kritische, also zum Beispiel Login-Programm und alles, was mit irgendwelchen Credentials was. Ja, nur was ist, also es gibt genug Shell-Skripte, die security-kritische Informationen in Environment-Variablen herumpassen, weil das Environment ist nämlich nicht in der Prozessliste. Also quasi, da muss ich schon der gleiche User sein, um das Environment lesen zu können. Argumente wären blöd. Und da, ja, also das weißt du quasi als derjenige, der einen kleinen Kommandozeilen-Taschenrechner geschrieben hat, nicht, ob das in einem security-kritischen Shell-Skript aufgerufen wird. Alle Debian-Pakete einfach neu kompiliert, finde ich noch sehr harmlos am Aufwand, wenn ich mir überlegen müsste, die Pakete mal in der Source-Code anzuschauen. Ja, oder SimCity 2000 zu reparieren. Das würde anstrengend werden. Ich glaube, war mal so ein bisschen, dass wir an zukünftigen Bugs nicht mangeln werden. Ja, wir haben einen großen Bugreichtum zu erwarten. Also wir werden immer noch die eine oder andere Geschichte haben. Deswegen danke Clifford fürs Kommen. Wir von Quintessenz haben ja schon immer gesagt, eine bugfreie Variante ist Hardcopy. Ich glaube an Hardcopy. Deswegen unser Dankeschön immer an die Referenten. Aha. Eine Hardcopy. Unser Buch Am Ende der Leitung, wo wir 27 Geschichten nicht über CPU-Bugs, sondern wie eine überwachte Gesellschaft ausschaut. Danke für den wirklich interessanten Diskussionsabend. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen beitragen zum allgemeinen Sicherheitsgefühl, dass uns eh nichts passieren kann. Deswegen wünsche ich allen weiter gutes Schlafen. Wir sehen uns wieder Februar, letzte Dienstag im Monat Q-Talk. Wie immer werden wir mit dem Thema sehr kurzfristig, weil versuchend aktuell zu sein. Danke fürs Kommen.